Ich möchte jetzt einmal auf ein paar Add-ins zu sprechen kommen, die man in Word einfügen kann. Für Microsoft Word 2007 und 2010 gab es noch ein Mathematics Add-in. Das gibt es auch als vollständiges Programm. Das kann man runterladen. Vielleicht ist das ja was für dich. Also hier kann man zum Beispiel auch so Graphen erstellen. Und dann eventuell als Bild einfügen, hier als Bild speichern und dann eventuell im Dokument einfügen. Das als kleiner Tipp vielleicht. Und hier die wirklichen Add-ins, die kann man hier über einfügen, über Add-ins abrufen, starten. Und da gibt es sogar ein GeoGebra-Add-in. Das kann man hinzufügen. Dann gibt es MathType. MathType ist ein Formel-Editor, der war früher in den alten Word-Dokumenten Standard. Den hat Microsoft irgendwann rausgeschmissen. Vielleicht auch mal eine Möglichkeit drauf zu schauen. Und was ich jetzt einmal zeigen möchte, was ich ganz sinnvoll finde, ist hier ein QR-Generator. Den füge ich mal hinzu. Und dann erscheint er hier. Ich kann den auch immer wieder hier unter meine Add-ins dann aufrufen. Und dann kann ich jetzt hier QR-Codes in mein Dokument in Arbeitsblätter reinbringen, sodass eventuell ich auf ein Video hinweise. Zum Beispiel, ich habe ein paar Aufgaben und möchte jetzt, dass ein Schüler noch ein kleines Einführungsvideo dazu sieht. Dann kann man hier ein Video nehmen von YouTube, kann den Code hier kopieren, hier einfügen. Achtung, da muss ich hier den Teil vorne mit HTTP wegnehmen. Und dann kann ich das hier einfügen und schon können die Schüler das mit dem Handy einscannen und dann sofort auf den Link aufs YouTube-Video verwiesen werden. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.